Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem wieder mal sehr informativen Video von mir, Lucia Dragonmieri. Ja, heute dreht sich alles um den Amur-Leoparden. Die Aufnahmen habe ich im Tiergarten Schönbrunn gemacht. Amur-Leoparden haben im Unterschied zu anderen Unterarten ein sehr dichtes Fell, das kräftig und einheitlich gezeichnet ist. Das Fell ist im Sommer 20 bis 25 mm lang und im Winter 50 mm lang. Sie werden ungefähr 107 bis 136 cm lang und ihr Schweif kann 82 bis 90 cm lang werden und ihre Schulterhöhe beträgt 64 bis 78 cm. Bei den Amur-Leoparden werden die Männchen etwas schwerer und zwar wiegen die ungefähr 32 bis 48 kg und die weiblichen Tiere 25 bis 42 kg. Früher waren sie weit verbreitet, mittlerweile gibt es fast gar keine mehr dieser schönen Tiere. Sie waren im Nordosten Chinas beheimatet und auch auf der koreanischen Halbinsel und wahrscheinlich ging das Verbreitungsgebiet sogar bis nach Peking. Aber in diesen Gegenden ist er seit 2007 ausgestorben. Die weltweit letzte überlebensfähige wilde Population befindet sich im Südwesten der russischen Region Primorje. Leider gibt es mittlerweile in Zoos mehr Amur-Leoparden als in freier Wildbahn. Das Revier eines Amur-Leoparden ist ca. 50 bis 300 Quadratkilometer groß und kann sich auch teilweise bzw. eher geringfügig überschneiden mit anderen. Wie alt Amur-Leoparden normalerweise in der freien Wildbahn werden, ist leider nicht bekannt. In Zoos werden sie ungefähr 21 Jahre alt. Amur-Leoparden sind Einzelgänger. Sie treffen sich nur zur Paarungszeit, sie werden ungefähr mit 2 bis 3 Jahren geschlechtsreif und bekommen dann ihre Jungtiere, die dann 1,5 bis 2 Jahre bei der Mutter bleiben. Ihre bevorzugte Beute sind sibirische Moschustiere, Wildschweine, Elche und sibirische Rehe. Sie stehen auf der Liste der gefährdeten Tierarten, sogar auf der roten Liste vom IUCN und sind vom Aussterben bedroht. Also haben wir eigentlich nur einigen Tierschützern zu verdanken, dass diese schöne Tierart noch lebt und existiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch etwas mehr über den Amur-Leoparden näher bringen und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.